Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich bin hier mit Bülent Altan. Ich freue mich riesig, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Legende in der Luft- und Raumfahrt und total cool. Ich war ja bei Mineric gewesen, da warst du leider gerade nicht da. Wo warst du eigentlich da gerade? Also, Moritz, vielen Dank, dass du mich hier dabei hast. Auf jeden Fall, also ich habe immer Zeit, ein bisschen von der Raumfahrt zu erzählen und was wir jetzt in Deutschland und Europa anfangen, was die alte Zeit in der USA war mit SpaceX und allem anderen. Ja, schade, dass wir uns gerade bei Mineric verpasst haben. Da war ich in der Tat in der Türkei. Und also das war Halburlaub, also ich war zwei Wochen weg, also Hälfte der Zeit war wirklich Urlaub, ab und zu mal braucht man es auch, aber auch Hälfte der Zeit habe ich mir auch Startups um das Luft- und Raumfahrt, die Luft- und Raumfahrtumgebung in der Türkei angeschaut, wo eigentlich auch ziemlich viel gemacht wird. Also man sieht schon durch diese Wandel in der Luft- und Raumfahrt, gehen auch neuere Akteure in das Thema rein und wollen mehr und mehr machen. Das ist nicht nur Raumfahrt, sondern auch in das Thema Drohnen, Luftfahrt, Kommunikation, natürlich auch Raumfahrt. Da sind schon sehr viele neue Akteure und da machen auch neue Nationen damit. Ja, krass. Eine Geschichte, die mich total geflasht hat, die habe ich gelesen im Buch von Eric Berger, Liftoff, was ich ein grandioses Buch finde. Und zwar ging es darum, dass ihr, ich glaube, das war der vierte Start, also das heißt im Prinzip damals ganz frühe Phase von SpaceX, Falcon 1 noch, bisher die Starts nicht geklappt, also in den Orbit zumindest seid ihr damals noch nicht gekommen und dann stand der vierte Start an, was allein, dass es zu dem vierten Start gekommen ist, ja schon eine Geschichte für sich ist. Aber dann noch abgefahrener, ihr in ganz kurzer Zeit mit dem, was ihr noch da hattet, eine Rakete gebaut und die nicht per Schiff nach Omelek gebracht, sondern glücklicher Zufall, ihr seid an ein Flugzeug rangekommen. Was ist dann passiert? Ja, also es ist wirklich, also wir fangen da jetzt unser Interview wirklich mit diesem James-Bond-Moment von meiner Karriere, mit einem Flugzeug Raketen zu reparieren. Also es war wirklich so, dass wir die ersten drei Flüge der Falcon 1 bei SpaceX nicht hingekriegt haben. Also wir hatten sie alle gelauncht und der erste hatte einen sehr kurzen Flug, ist wieder abgestürzt und der zweite ist eigentlich ziemlich weit gegangen. Der dritte war so ein Rückschritt, sie ist bei der Stufung schiefgelaufen und eigentlich hatten wir ganz am Anfang gesagt, wir haben drei Chancen ins Orbit zu kommen und danach war es auch mit SpaceX. Aber glücklicherweise hatten wir eine Rakete, der noch fast komplett fertig war. Und und was wir gesehen haben bei dem dritten Fehlstart, war, dass der Fehler war eigentlich ziemlich einfach zu beheben. Eigentlich war es nur eine einzige Zeile in einem Konfigurationsdetail, das wir ändern müssten von einer Sekunde zu fünf Sekunden. Das war's. Bei der Stufung. Wir hatten die Rakete dann bereit, waren da aber auch unter sehr viel Zeitdruck, weil SpaceX war wirklich, also das war dieser berühmte 2008 von Elon, wo auch Tesla ziemlich schief ging. Also wir waren alle unter ziemlichem Zeitdruck, weil uns würde das Geld auslaufen. Also müssen wir uns beeilen, zum Flug zu kommen. Und um zu dem Flug zu kommen, also normalerweise, wie wir aus der Kwajalein-Insel starten, das ist so eine südpazifische Insel an einem Atoll, der Marshall-Insel, der ist zweimal so weit weg vom LA wie Hawaii. Wir haben gesagt, okay, wir haben nicht die Zeit, das zu verschiffen. Wir müssen es per Flug dahin kriegen. Und da haben wir wirklich auch glücklicherweise einen Air Force Transportflugzeug bekommen, also mit sehr viel Bitte. Und wir haben es dann auch sehr nett mitten im Los Angeles International Airport, also in einem kommerziellen Flughafen, ins Flugzeug geladen und da mitgeflogen mit der Rakete, mit der fertigen Rakete Richtung Hawaii, wo man zwischenlandet und dann geht man von Hawaii nach Kwajalein. Eigentlich ist alles ziemlich gut gelaufen, wir waren fast zu 20 an Bord, also die Ingenieure, die mit der Rakete mitfliegen, das Senior Management damals war nicht dabei, also ich glaube, einige, also ich und zwei andere waren die Senior Management da am Flug und wir sind da mitgeflogen, also man muss sich das vorstellen, das ist ein riesen Ladebucht, wo die Rakete wirklich da steht und der nimmt die komplette Ladebucht so, dass die zweite Stufe eigentlich auf der Laderampe war, also irgendwie so ganz schief gestanden. Und wir standen so an der Seite, so einen Meter weit weg, also seitlich am Flugzeug, haben da mitgeflogen. Und gleich Richtung, also dann ging es Richtung Hawaii. Eigentlich war alles nett und schön. Und ich bin dann ins Cockpit gegangen, um einfach mit den Piloten zu plaudern, weil ich war der Avionics-Mann. Wir wollten mir die Systeme von der C-17 zeigen, also den Autopiloten und alles.
Und dann haben sie gesagt, ja, da kannst du hier bleiben, wir können zusammen landen, dann kannst du auch die Landung miterleben, cool, im Cockpit, was super war. Aber gleich, also wie wir noch Hickam Air Force Base, da wollten wir ja zwischenlanden auf Oahu, und wie wir auf dem Landeflug waren, da hat man auch Hawaii gesehen und so weiter. Auf einmal kamen komische Geräusche vom Flugzeug, wo ich jetzt mir gedacht habe, okay, erstes Mal im Cargo-Flugzeug macht eigenartige Geräusche. Und dann kam es noch einmal und ich konnte den Piloten hören. Also der hatte so einen Kopfhörer, wo er auch mit dem Ladebuch und mit dem Offizier da sprechen konnte. Und dann habe ich irgendetwas von Rakete gehört. Und dann ist mir super schnell aufgefallen, okay, das war nicht das Flugzeug. Und da bin ich sofort runtergegangen. Also da ist so ein, fast ein Balkon, so ein senkrecht Leiter da. Bin ich die Leiter runtergegangen und die erste Person, die ich sehen konnte, war unsere Strukturingenieur, das ist die Flo Lee. Und ich habe sie gesehen, sie war wirklich, sie hat weinend auf die Rakete gezeigt und die Rakete war da einfach dabei, zerdrückt zu werden. Das ist so, wie eine ganz normale Wasserflasche. Wenn man nicht genug Öffnungen hat, kann der nicht mehr atmen. In dem ganzen 4 Stunden Flug atmet die Rakete aus, weil ja im Ladebuch ist ja der Druck niedriger. Er hat ausgeatmet und konnte nicht schnell genug wieder einatmen, um den Druck auszugleichen, und wurde wirklich zerdrückt. Und wenn man so eine Rakete verschickt, der ist auch in einem Shrinkwrap, also der ist komplett dicht mit so einem Plastikteil, der ist komplett durchgedichtet. Und da stand also diese mit der Dichtung der Rakete beim Implodieren. Also bin ich sofort, habe ich noch mit der Flo gesprochen, mit ein paar anderen Leuten, bin zum Cockpit hochgegangen, habe gesagt, hey, wir müssen wieder den Druck ausgleichen, wir müssen wieder hochgehen. Und das haben die Piloten auch sofort gemacht. Also die hatten auch einigermaßen Angst um ihr Flugzeug und alle an Bord. Weil zuerst wussten sie nicht einmal, ob der getankt war. Natürlich war er leer. Ist ja keine Feststoffrakete. Würde ich auch nicht daneben stehen. Aber wenn wir die schon mal getröstet haben, dann sind die wieder hochgegangen, haben uns gesagt, ihr habt halbe Stunde, dann sind wir aus. Da haben wir keinen Sprit mehr. Da müssen wir landen. Und dann bin ich runtergegangen, und da waren schon alle Leute dabei. Jeder hatte ein Taschenmesser dabei, ist schon ziemlich interessant. Im Flugzeug. Im Flugzeug, also ja, Militärflugzeug, da hat keiner uns kontrolliert. Also wir waren da wesentlich besser bewaffnet als die Air Force selbst. Und wir haben einfach diese Ausrede, diese Plane weggeschnitten und dann konnten wir an die Rakete ran. Rest is history. Wir sind dann an genug Sachen rangekommen. Die am kleinsten waren, konnten auch in dieses Interstage, um da auch nicht irgendwie auf etwas zu drücken, was nicht so viel Last halten kann. Die haben da ein paar Öffnungen geöffnet, am anderen Ende am Triebwerk haben ein paar Öffnungen geöffnet. Die Rakete ist dann wieder, wie man so eine Wasserflasche öffnet im Flug, da ist wieder ins Form gegangen. Natürlich war in der inneren Struktur sehr viel kaputt, aber wir können dann die Rakete doch retten. Und diese Rakete war dann auch die erste Rakete, die es ins All geschafft hat. Waren schon einige Rollercoaster-Momente. Ja, definitiv. Und auch die, kann ich jetzt wieder Werbung für das Buch machen, wie es dann weitergeht, ist eigentlich auch noch ein Abenteuer, weil ihr in kürzester Zeit die Rakete flugfähig macht, weil ihr hattet nichts anderes ja mehr. Das war ja die Hardware, die sollte fliegen und entweder die fliegt oder SpaceX wird sterben. So. Und ja. Super spannende Geschichte, gespanntes Buch, kann ich sehr empfehlen. Du bist relativ jung auch zu SpaceX gekommen. Also du hast, glaube ich, in München Informatik studiert und dann in Stanford Avionics. Ist es wahrscheinlich im Master wahrscheinlich eine Spezialisierung? Oder, In Stanford war es Aeronautics und Astronautics heißt das. Das ist die komplette Luft- und Raumfahrt eigentlich. Das war ein Master nach meinem Studium in Deutschland. Und genau, also 2004 bin ich dann absolviert und bin dann März 2004 auch bei SpaceX eingestiegen. Und war dir auch wirklich klar, was da passieren wird? Oder, also, ich hatte gelesen, dass ein Kumpel von dir schon da war und der ein bisschen Werbung für das Unternehmen gemacht hat oder so, aber also wenn du jetzt nachträglich drauf guckst, war dir klar, was da kommen wird? Überhaupt nicht. Also mal ehrlich gesagt, ganz im 2004 war ich einfach scharf drauf, irgendwas zu tun, was technisch begeisternd ist. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten und die meisten davon waren von Großkonzernen, weil so eine richtige New Space Economy gab es nicht. Also es gab solche Firmen wie Surrey in Europa, die jetzt schon angefangen hatten, über Raumfahrt anders zu denken, aber richtiges, also dieses, was man heute New Space nennt, hatte noch nicht angefangen.
Und eigentlich habe ich mich nur deswegen für SpaceX entschieden, weil sie wirklich etwas Cooles bauen wollten. Und da war wirklich viel Technisches zu tun. Und wenn man sich die Raumfahrt normalerweise anschaut, ist eigentlich für eine 40, also normalerweise 40-Stunden-Woche, 38 Stunden für Meetings, eine Stunde für E-Mails und vielleicht halbe Stunde für technische Arbeit. Und da hat mich es eigentlich bei SpaceX eher gereizt, dass man etwas Technisches, ganz auch Schwieriges, in kürzester Zeit schnell aufbauen will. Und da war so eine richtige Aufbruchstimmung da. Und dafür bin ich dahin gegangen. Und wirklich am Anfang war es auch sehr viel Falcon 1 konzentriert. Also so wirklich viele Ideen. Also Mars war immer im Gespräch natürlich, aber wirklich viele Ideen, wie es dahin kommen soll. Da war es nicht. Also es gibt eine sehr coole Folge von South Park, und das sind die Underpants Gnomes. Das war so ein Plan. Step 1, steal Underpants. Step 3, Profit. Und am Step 2 hat man noch gearbeitet. So war es auch bei SpaceX. Ja, witzig. Eine Geschichte, die ich auch total abgefahren fand, war ja, also erstmal, es hat ja wohl sehr viele Leute wie dich angezogen. Also ich glaube, ihr wart ein sehr junges Team, gerade in der Anfangsphase von SpaceX, sehr motivierte junge Leute, die irgendwie direkt vom Studium auch mitunter auch gekommen sind, teilweise noch nicht mal studiert hatten, und aber Hands-on-Mentalität und irgendwo auf einer Pazifikinsel mit dem, was da ist, an Raketen rumschrauben und Raketen bauen, was ja auch total abgefahren ist und was mich auch total reizen würde. Also ich glaube, das ist so auch dieses Ding, man studiert ja Ingenieurswissenschaften eigentlich, weil einen die Technik interessiert. Und ja, man hat auch Spaß, die Sachen zu entwickeln und am Computer Sachen zu berechnen oder so. Aber auch die Hände schmutzig machen und richtig bauen und basteln, das, glaube ich, vereint so irgendwie alle Ingenieure so irgendwo auch. Auf Omelek gibt es dann eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Irgendwie euch sind die Vorräte, glaube ich, ausgegangen oder ihr habt zu viel gearbeitet. Was war da? Es ist so ein bisschen von Meuterei die Rede gewesen. Ja, also das ist eine interessante Sache. Da sind ein paar Sachen passiert. Und also das war wirklich beim ersten Flug da. Also man muss sagen, also wir haben bei SpaceX überhaupt am Anfang wirklich einigermaßen geschaut, wie wir die Firma effizient führen können. Also ab und zu mal ist man, also nicht ab und zu, sehr oft ist man in der Raumfahrt und der Luftfahrt, was sehr reglementiert ist, super ineffizient. Ist ja normal, also wenn man irgendwas macht, besonders in der Luftfahrt, wo auch Leute drin sitzen, wo es um Menschenleben geht, muss man irgendwelche Prozesse halten. Die sind auch die sind vor sehr langer Zeit etabliert worden und man hat sie nicht mehr effizient aufgestellt. Wenn es um Raketen geht, also wo auch keine Leute, bei Falcon 1 waren hier keine Leute drauf, wo keine Leute drauf sitzen müssen, da kann man sich nochmal überlegen, okay, sind die Prozesse so 1:1 zu übernehmen oder nicht? Oder kann man die Firma einigermaßen anders schaffen und können wir als SpaceX lernen, wie man das im 21. Jahrhundert macht? Und genau so ging es auch bei SpaceX, besonders bei Omelek, wo wirklich die Launch Operations da waren. Wir hatten, wie du sagst, eine sehr große Gruppe an neuen Ingenieuren direkt aus der Schule und ein paar erfahrene Leute, die auch mal gesehen haben, wie man eine Raketenentwicklung macht. Um einfach die Szene auch zu erklären, Omelek war unsere Insel in dem Kwajalein Atoll. So ein Atoll ist der obere Rand von einem alten Vulkan, so Koralleninseln, so einzelne Inseln. Und die Hauptinsel ist die Kwajalein, wo unser Launch Operation Center war, wo auch eher die Führung war. Und Omelek war, wo die Rakete starten sollte, so eine kleine Insel, dreimal ein Fußballplatz oder so. Und da haben wir gearbeitet. Und wir hatten eher einen sehr hands-on, quick-and-dirty-Approach am Anfang, wo auch einiges schief ging. Also wir müssen da auch einigermaßen wissen, okay, so quick-and-dirty geht auch nicht. Man muss alles dokumentieren und so weiter. Und da waren, ich sage es mal, ganz kritische Gespräche zwischen der Führung in Kwajalein und auf Omelek. Wir waren unter Zeitdruck. Wir haben immer gepusht, wenn mehr Prozess erwartet worden ist. Und in Kwajalein hat man für mehr und weniger. Und da war irgendwie so eine Spannung damals. Ihr müsst mehr dokumentieren, aber auch mehr tun pro Tag. Und das war einigermaßen, hat so für ein Spannungsfeld gesorgt. Und dann an einem Tag, ziemlich nah am Launch, die Person, der für die Vorräte auf dem kleinen Insel zuständig ist, hat verweigert, das Boot laufen zu lassen, weil die Schwellen zu hoch waren. Und auf einmal hat man kein Essen, kein Getränk,
sehr wichtig für unsere Techniker, die ja die Zigaretten sind ausgelaufen und Bier gab es auch keins. Und auf einmal kam dann noch irgendwie, haben wir einen Schritt gemacht bei der Rakete, den wir nicht sauber dokumentiert hatten, kam da auch, ich sag's mal, eine sehr kritische Meldung über Funk und alles. Also das hat irgendwie aufeinander gebaut und auf einmal haben wir gesagt, stoppt, wir arbeiten nicht mehr. Erstens mal wissen wir die Prozesse nicht, haben wir nicht bestimmt und zweitens haben wir nicht zum Essen und Trinken. Und dann haben die ja die in Quadrant gesagt, okay, jetzt schicken wir was, also sonst geht's wirklich in die Schiefe. Und da ist ein Hubschrauber gekommen mit wirklich so Pizzen, Chicken Wings, Zigaretten und Bier. Und ich glaube, der Pilot hat nicht einmal es getraut, direkt zu landen. Der hat es einfach, weil wir alle so, wir haben so wie eher wie Lord of the Flies ausgeschaut. Er auf dieser Insel komplett versuttet und alles. Und er hat alles mal auf den Landeplatz geschmissen von oben. Das war vor ein paar Metern wieder weggeflogen. Und ich glaube, wir haben eine Hälfte davon schon direkt auf dem Landeplatz verzehrt. Abgefahren. Ja. Du hast beschrieben, was dieses Atoll ist und dass es ja ziemlich abgelegen war. Du meintest zweifach Entfernung zu Hawaii. Das heißt auch, Riesenproblem, wenn man was vergessen hat oder wenn etwas kaputt geht, nicht so cool. Da gibt es auch die Geschichte, dass du dann mal Platinen holen musst. Du warst gerade in der Anfangszeit irgendwie für Avionics ja auch zuständig und für Elektrik. Und hattest du die selbst entwickelt und was ist da die Geschichte hinter gewesen? Ja. Also das war wirklich, das war der Stromverteilungsbox, das ist das Power Distribution Box auf der Rakete. Davon gibt es eins pro Stufe. Und da war wirklich meine eigene Entwicklung. Und der wurde für eine bestimmte Spannung, der von außen kommt, angelegt. Und da haben wir irgendwann mal, weil die Spannung nicht mehr gereicht hat, haben wir die Spannung erhöht. Und gerade deswegen sind auch zwei Capacitors, ich weiß nicht, den deutschen Namen nicht, uns kaputt gegangen. Was wirklich sofort schlecht war, weil diese Capacitors bekommt man nicht mehr auf. Normalerweise gibt es kein DigiKey oder Amnet oder irgendwo, wo man diese Bauteile herbekommt. Und die zwei waren ja eine auf der ersten Stufe, eine auf der zweiten. Die auf der zweiten Stufe ist kaputt gegangen. Und auf einmal saßen wir da und wir hatten so einen sehr kritischen Test in ein paar Tagen. Und den wollten wir auf jeden Fall einhalten, weil der Launch Range in ein paar Tagen auf Urlaub gehen würde. Und dann würden wir mehrere Monate verlieren. Und dann hieß es, hey Bülent, nimm die zwei Boxen, flieg nach L.A., reparier die und komm zurück. Und wir wollen noch immer in 5 Tagen den Test machen. Und also von Quadron nach L.A. gibt es einen einzigen Flugzeug. Und der ist jeden zweiten Morgen, der war am nächsten Tag. Ich habe alle die zwei Boxen eingesammelt. Und ich bin da mit dem kommerziellen Flug, das war damals noch ein Continental-Flug, dann nach L.A. geflogen, während ein Praktikant nach Thief River Falls irgendwo mitten in den USA geflogen ist, weil wir nicht diesen einen Tag hatten, dass sie uns diese Bauteile schicken. Mit Elans Flugzeug ist er zum Händler gegangen, hat die, ich sag's mal, 5 Euro von Teilen gekauft und wieder zurückgeflogen. Wir haben uns in L.A. direkt getroffen. Wir haben die Boxen über, 10 Stunden repariert und getestet. Und dann haben wir die Boxen wieder zurückgeflogen auf Elans Flugzeug wieder nach Kwajalein. Es war wieder so ein Bond-Moment. Also ich bin mit dem Praktikanten auf dem Flughafen in Kwajalein gelandet, denn da war schon ein Hubschrauber mit drehenden Rotoren bereit für uns, um nach Omelek zu fliegen, weil es ging um jede Sekunde. Und da sind wir auch hingeflogen und haben es eingebaut. Und ein paar Tage später war der Test. Ja, abgefahren. Gibt's mal irgendwie was, wo du bei SpaceX einen Fehler gemacht hast, wo du gedacht hast, oh Scheiße, jetzt werde ich gefeuert?